Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder meine zuletzt gelesenen Bücher für euch und die drei Bücher gehören alle zur gleichen Reihe. Und deswegen dachte ich, ich packe die drei Bücher jetzt einfach alle zusammen und stelle die euch zusammen gleich vor. Auch wenn diese Reihe noch nicht vollständig ist, denn der vierte Teil kommt jetzt erst am 19. Juli raus. Ich dachte trotzdem, ich stelle euch die ersten drei Bücher schon mal vor, auch wenn es jetzt keine komplette Reihenvorstellung ist. Machen wir den vierten Teil dann halt extra. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Und wie soll das anders sein? Beginnen wir natürlich mit dem ersten Teil von den Büchern von Jamie Shaw, und zwar ist das Rock My Heart. Ich war erst ein bisschen zwiegespalten, ob ich diese Bücher lesen sollte oder nicht, weil die sind ja doch gerade schon in aller Munde und werden ziemlich gehypt. Und ne, das mit gehypten Büchern ist ja immer so eine Sache. Und ich dachte mir dann aber so, ja, komm, ich will sie doch irgendwie lesen. Und habe mir den ersten Teil dann gekauft und ich habe es gelesen und es war ganz anders, als ich erwartet hatte. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das hier so in eine stark erotische Richtung geht und ist es aber Gott sei Dank nicht. Es gibt nur einen ganz kleinen erotischen Anteil in dieser Geschichte, Gott sei Dank. Und das ist völlig in Ordnung gewesen für mich. Und ich fand die Geschichte einfach unglaublich süß vom ersten Teil. Ich mochte die Protagonistin, ich mochte ihn, ich fand, wie man die ganzen Charaktere alle kennengelernt hat, wie die alle eingeführt worden sind. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte einfach das Ganze drum und dran mit dieser Rockband, um die es ja in dieser Reihe geht, und hat mir sehr, sehr gut gefallen. In diesem Buch geht es um Rowan. Rowan ist Studentin, hat einen Freund und ist in einer sehr soliden Beziehung. Bis zu dem Tag, an dem sie auf das Konzert der Rockband The Last Ones to Know geht. Ihre beste Freundin, die hat sie überredet, mit ihr dorthin zu gehen, und hat gedacht, ja, okay, mein Freund ist eh noch auf Geschäftsreise, kommt es irgendwann morgen wieder, und ja, gehen wir halt dorthin. Und ja, an dem Abend, kurz vor dem Konzert, sieht sie ihren Freund in einer sehr prekären Situation mit einer anderen Frau, und Rowan kann es erstmal nicht fassen und ist total am Boden zerstört und rennt raus aus dieser Konzerthalle und ja, muss erstmal an die Luft und sich sammeln und trifft dann dort auf Adam Everest. Und Adam ist der Leadsänger der Band The Last Ones to Know, und die beiden beginnen dann eine Unterhaltung und fangen auch an zu flirten, und Rowan weiß eigentlich gar nicht, was gerade so mit ihr los ist. Sie ist in einem totalen Gefühlschaos, und als Adam sie dann auch noch küsst, ist es bei ihr ganz vorbei. Rowan entscheidet sich dann aber im Nachgang, dass sie das Ganze einfach abtut. Für sie hat dieser Kuss einfach quasi keine Bedeutung gehabt, und sie denkt sich, okay, er ist ein Rockstar, er ist der Leadsänger einer Band, der hat 1000 Groupies am Hals, der wird sich sowieso nicht an mich erinnern können. Und ja, lebt dann so ihr Leben weiter nach diesem Abend und diesem Kuss und trifft dann Adam wieder, und zwar auf dem College. Und von da an nimmt die Geschichte so ihren Lauf. Und was dann alles mit Adam und Rowan noch passiert, das müsst ihr natürlich selber lesen. Ich kann nur sagen, dass ich den ersten Teil unglaublich niedlich fand, von der ganzen Art her, wie das Ganze erzählt wurde, wie auch Rowan und Adam miteinander umgegangen sind. Das war einfach zuckersüß, und ich mochte die beiden auf jeden Fall sehr, und ich mochte auch die anderen Mitglieder der Band, und ja, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen im ersten Teil, und ja, ich mochte ihn einfach. Vom Setting her ist alles wieder mal so typisch amerikanisch. Ich fand die Beschreibungen sehr, sehr gut, die in diesem Buch drin waren. Ich konnte mir die Orte sehr, sehr gut vorstellen. Ich konnte mir die Szenen sehr, sehr gut vorstellen, in denen interagiert wurde. Ich mochte auch den Schreibstil von Jamie Shaw total. Ich fand, es ist ein schöner, locker, leichter Schreibstil. Der ging gut von der Hand. Ich konnte super lesen. Ich habe das erste Buch, glaube ich, auch in 2 Tagen gelesen und ja, hatte da auch keine Schwierigkeiten dabei. Der Schreibstil und das Setting gilt für Band 2 und 3 ebenso. Deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal was sagen, sonst rede ich eh immer das Gleiche. Deswegen lassen wir das. Also ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen bin ich dann noch losgegangen und habe mir gleich den zweiten Teil gekauft. Und zwar der zweite Teil ist diese hier, Rock My Body. Und im zweiten Teil geht es um die beste Freundin von Rowan, um Dee, und um den Gitarristen Joel. Und Dee und Joel lernen sich im ersten Teil schon kennen, und man merkt schon sofort, dass zwischen den beiden da so eine bestimmte Chemie ist. Und die zwei sind aber beide ein bisschen beziehungsgestört und bindungsgestört und schaffen es nicht so richtig zueinander zu finden. Und ja, ob es den beiden dann am Ende gelingt, doch irgendwie noch eine Beziehung aufzubauen oder was auch immer das zwischen den beiden ist, das ist es, worum es in Rock My Body geht. Ich kann zum Inhalt nicht wirklich viel erzählen, weil es ist wirklich, es geht um Dee und Joel, und beide sind beknackt, beide sind irgendwo, wie gesagt, bindungsgestört und versuchen jeder mit sich irgendwie und seinem Leben klarzukommen. Und ich muss sagen, dass ich Dee
als Protagonistin am Anfang ganz furchtbar fand. Die ging mir auf den Keks. Ich habe mir gedacht, boah Mädchen, was stimmt denn bei dir nicht, dass du so reagierst? Ich fand das einfach teilweise nur nervig und es ging mir auf den Keks. Und Joel war da in dem Moment auch nicht besser, obwohl der streckenweise wirklich auch echt Zucker war, ne? Was er alles so für die getan hat und wie er ihr entgegengekommen ist. Und ja, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Also, wie gesagt, am Anfang ging sie mir auf den Keks. Das ging dann so ab Seite 100, 120, 130 wurde das Ganze dann besser. Da entwickelte sich die Geschichte dann auch weiter und nahm ein bisschen Fahrt auf und es ging voran. Und ja, dann kam das Ende. Und ich muss sagen, dass ich am Ende mit einer Sache ein riesiges Problem hatte. Und es war diese eine Szene und, also was heißt nicht mal die Szene war, sondern einfach was in dieser Szene war, war für mich einfach unverständlich, dass die Protagonistin dann so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Und ich würde euch das so gerne erzählen, aber dann spoilere ich euch. Für alle, die das Buch gelesen haben, ich komme ganz am Ende vom Video nochmal auf diese Szene zurück und werde euch das sagen, was mich da genervt hat, damit ich niemanden spoiler. Und ja, bleibt dann einfach bis zum Ende dran, falls ihr das Buch kennt. Auf jeden Fall hat mich das gestört und das hat das Ende für mich so ein bisschen madig gemacht. Also ich mochte das Ende im Prinzip im Großen und Ganzen, aber diese eine Sache war für mich irgendwie unverständlich, weil ich... Gut, ich bin sowieso ein ganz anderer Charakter als die, aber das war für mich so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, hier, never, ever, 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 ever. Naja, ansonsten hat mir der zweite Teil auch ganz gut gefallen. Ich, wie gesagt, mochte die Story zwischendrin, ich mochte, wie Joel mit die umgegangen ist. Ich fand auch die, wie gesagt, zwischendrin okay. Sie war halt am Anfang, wie gesagt, extrem nervig, aber... Ja, das ging dann mit der Zeit und ja, der zweite Teil hat mir auch gut gefallen. Nicht so gut wie der erste und das recht nicht so gut wie der dritte. Aber auch den zweiten habe ich gerne gelesen und auch, wie gesagt, vom Schreibstil-Setting her hat das wieder alles gepasst. Und ja, ich komme jetzt mal zum dritten Teil. Beim dritten Teil muss ich erstmal sagen, dass ich den netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und zwar ist das Rock My Soul und der dritte Teil, I love it. I love it, I love it, I love it, I love it. Der dritte Teil hat mir von allen bisher am besten gefallen. Also ich habe mich schon im ersten Buch auf die Geschichte von Sean gefreut, weil ich mit Sean von Anfang an sympathisiert habe und der so voll mein Typ war. Und deswegen habe ich mich auf den dritten Teil eh schon gefreut. Und jetzt habe ich den dritten Teil gelesen und dachte so, oh mein Gott, der dritte Teil ist so gut. Und ja, im dritten Teil geht es halt um Sean. Und Sean ist quasi auch Gitarrist und quasi auch der Manager der Band. Und er und Adam haben diese Band gegründet und es steckt sein ganzes Herzblut in der Band. Und ja, die Band sucht jetzt gerade einen neuen, ich weiß gar nicht, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ne? Auf jeden Fall suchen die noch einen dritten Gitarristen. Der eine spielt Bass, der andere spielt das und der dritte spielt wieder das, fragt mich nicht. Auf jeden Fall suchen sie gerade einen dritten Gitarristen wieder, weil der eine verloren gegangen ist im zweiten Teil, sagen wir es mal so. Und ja, und da kommt auf einmal Kit Larson in Seans Leben und Sean kann es nicht glauben, dass sie jetzt auf einmal vor ihm steht und ja, er erinnert sich noch an Kit und Kit erinnert sich auch an Sean, denn die beiden verbindet eine gemeinsame Nacht, die allerdings 6 Jahre her ist und Kit dachte, sie hätte das alles hinter sich gelassen, merkt dann aber sehr, sehr schnell, dass da immer noch irgendetwas ist und wie die beiden mit ihrer Vergangenheit zurechtkommen und ob die beiden Freunde werden können. Und was das Ganze für Auswirkungen hat, quasi was auch die Band betrifft, denn Kit schafft es schlussendlich in diese Band aufgenommen zu werden. Und ja, wie die Dynamik sich dadurch verändert, das ist es, worum es im dritten Teil Rock My Soul quasi geht. Ich, wie gesagt, mochte den dritten Teil bisher am liebsten. Ich fand Kit als Protagonistin ganz, ganz toll. Sie ist so eine richtig rockige Braut und sie verkörpert das pure Rockstar-Image mit ihrem Haar und ihrem ganzen Äußeren. Und sie hat 4 große Brüder und das merkt man auch in ihrer ganzen Art und Weise. Sie ist halt nicht so das typische Mädchen, das typische Girly Girl, sondern sie ist halt eine taffe Person und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, auch Sean habe ich sehr gemocht. Der war mir von Anfang an sympathisch in seiner ganzen Art. Sean ist halt der eher ruhigere, aber er hat auch trotzdem faustdick hinter den Ohren und ja, ich mochte ihn auch total. Ich fand die Story um die beiden auch richtig gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
vom Setting her hat es mir gefallen. Und ich finde es halt auch schön zu sehen, wie sich die ganze Geschichte in dem zweiten und dritten Teil auch, was die anderen Bandkollegen betrifft und was die Protagonistin aus dem ersten Teil betrifft, dass man auch hier wieder sieht, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat und dass man halt merkt, dass da eine Entwicklung stattfindet und die Protagonisten nicht auf der Stelle stehen. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, der dritte Teil war einfach so unglaublich gut. Ich habe so gelacht bei diesem Buch, teilweise allein durch Kit und ihre vier Brüder. Und ja, fand ich einfach ganz, ganz toll. Und was mir auch noch einfällt, dass ich es cool finde, dass Letty ist der schwule beste Freund von den Mädels, dass er auch hier noch jemanden bekommen hat im dritten Teil. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich mochte Letty total. Ich weiß nicht, ob er Letty heißt oder Letty oder wie man das auch mal aussprechen mag, aber ich fand ihn so cool und der ist so super süß und der ist einfach eine coole Socke und ja, fand ich schön, dass er auch im dritten Teil jetzt glücklich geworden ist. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann nur sagen, lest dieses dritte Buch auf jeden Fall. Also man kann die Bücher rein theoretisch schon unabhängig voneinander lesen. Die Storys bauen jetzt nicht aufeinander auf. Aber es ist natürlich wie mit allen Reihen. Man sollte vom ersten an natürlich die Reihen lesen, um halt das, was im Vorfeld passiert, dann auch natürlich miterleben zu können und sich nicht schon zu spoilern, wie es halt sonst der Fall wäre, weil die Geschichte läuft ja trotzdem weiter. Ja. Aber ich mochte den dritten Teil einfach total. Wie gesagt, tolle Charaktere, tolle Handlung, tolles Setting, toller Schreibstil. Also hier war für mich wirklich alles rundum top und perfekt. Ich kann nicht meckern. Es ist ganz, ganz toll gewesen. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich habe es auch heute Nacht aus beendet. Also ich habe dann, glaube ich, noch die Hälfte gehabt und konnte es aber nicht mehr aus der Hand legen und musste es zu Ende lesen. Und dann war es irgendwann 1:30 oder so, wo ich ins Bett bin. Also ja, es war ein ganz, ganz tolles Buch. Ich kann euch im Prinzip die ganze Reihe bisher nur empfehlen und ich denke auch, dass der vierte Teil auch richtig, richtig gut wird. Ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Ich freue mich auf die Geschichte von Mike und bin gespannt, wie das mit ihm und Hayley dann im vierten Teil wird. Hier hinten sind immer Leseproben noch drin von den ersten beiden Kapiteln von dem nächsten Buch und die habe ich natürlich auch gelesen und ja, es wird sehr, sehr interessant und ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf den 19. Juli. Und mehr kann ich eigentlich dazu auch nicht sagen, außer dass es eine ganz, ganz tolle Reihe ist und wer gerne kitschige Liebesgeschichten mag, ist hier auf jeden Fall richtig und sollte die Reihe lesen. Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zum zweiten Teil. Ich hatte ja gesagt, für die, die diese Bücher gelesen haben, werde ich jetzt nochmal kurz sagen, was mich gestört hat am Ende vom zweiten Teil. Also wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt, schaltet an dieser Stelle schon mal ab, sonst werdet ihr gespoilert. Das möchte ich nicht. Und zwar ist es ja so, dass sie und Joel am Ende vom zweiten Teil ja nochmal getrennt sind und er ja dann dieses Bild zum Geburtstag malt, was ich im Übrigen eigentlich extrem süß finde, dass er das trotzdem gemacht hat. Aber was ich nicht verstehen kann, warum hat die Autorin das getan, dass die in diese Wohnung stürzt und da diese zwei Schlampen sind, mit denen er es offensichtlich treibt oder getrieben hat oder treiben wollte oder was auch immer. Diese halbnackten Frauen, die in seinem Schlafzimmer sind und warum? Warum mussten die da sein? Das hat für mich das Ende so unrund gemacht und meine, klar, er schmeißt die dann raus, damit er das mit ihr klären kann und die juckt das überhaupt nicht. Die nimmt das einfach alles so hin und denkt sich so, ja, da waren halt zwei Tussen mit denen mal so. Ich dachte mir nur so, Mädchen, hab doch mal ein bisschen Stolz. Ganz ehrlich, wenn ich das gewesen wäre, ich hätte auf dem Absatz gekehrt, auf dem, ich wäre einfach gegangen. Ich hätte hier gesagt, tschüss. Also, ne, ganz ehrlich, ich hätte mich von diesem Typen nicht sofort so belullen lassen. Und erst recht wäre ich nicht gleich bei dem eingezogen. Also, das war für mich einfach irgendwie ein bisschen zu viel. Also, ich weiß nicht, warum die Autorin das gemacht hat. Natürlich, er ist ein Rockstar, er ist eine männliche Schlampe, die war das ganze Buch über, naja, bis auf da, wo er mit die zusammen war. Aber ich habe das nicht so ganz, das hat für mich so, mein kleines Mädchenherz hat das nicht gut gefunden. Mein kleines Mädchenherz steht auf kitschige, romantische Enden und Sachen und Geschichten und das war einfach doof für mich jetzt. Ich weiß, dass viele von euch jetzt sagen werden, ja, aber das ist doch so, weil der Charakter so ist. Das ist doch sonst unglaubwürdig für den Charakter und bla bla bla. Dessen bin ich mir ja auch bewusst. Aber mein kleines Mädchenherz hat halt gesagt, nein, der liebt die doch, warum macht der das? Ja, fand ich halt doof am Ende, hat mir nicht gefallen und hat für mich das Ende auch so ein bisschen zerstört. So ein bisschen, so ein ganz, ganz kleines bisschen. Naja, was soll's. Ist halt so, aber ansonsten war der zweite Teil auch okay. Was ich im dritten Teil extrem cool finde, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich es cool fand, dass Letty da ja auch jemanden abbekommen hat und ich fand es cool, dass das der Bruder von ihr war. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass das der Zwillingsbruder von Kit ja war und ah, es war so süß, oder? Ich finde, die beiden sind eh schnucklig. Naja, ich fand es im ersten Teil richtig cool, dass Adam dann ausgeholt hat und dem Ex von ihr ist nun mal noch einen, die
Schlafe gegeben hat. Das hat mir richtig gut gefallen. Das fand ich sehr, sehr gut. Ansonsten fand ich im dritten Teil den feuchten Fuzzi, den sie dem Typen da verpasst hat, richtig lustig. Und die Brüder von Kit waren irgendwie auch alle sehr lustig. Also die waren teilweise ein bisschen merkwürdig. Also gerade dieses Aggressionsproblem bei dem einen Bruder, bei dem Mason. Ich dachte nur so, what? Oh mein Gott. Was hat er bitte für ein Problem? Mein Gott, also wenn ich so einen Bruder gehabt hätte, ne? Na Gott sei Dank. Man interessiert sich da Gott sei Dank nicht für und lässt mich da in Ruhe. Ja. Aber ansonsten fand ich die Bücher echt richtig gut und mehr kann ich jetzt dazu auch gar nicht mehr sagen. Ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.